So, die letzten 6 Quests. Wir sind bei der 90er-Quest angekommen. Seid ihr bereit? Nope. Lass uns in Richtung der Lichtsäule gehen, die eben erschien. Istora und Orion Jay sollten uns einen neuen Weg eröffnet haben. Sofort die Istora zurück. Ich habe die Hoffnung, dass es geht. Ich hoffe, dass sie nicht wirklich tot sind. Ihre Seelen sind noch da. Die sind doch irgendwo. Aber wie sie selbst gesagt hat, wenn wir sie zurückholen, war alles umsonst. Ich könnte kotzen gerade. Ich könnte einfach nur kotzen. Nee. Nordosten, warte mal. Hier ist irgendwo noch eine Vendetta-Quelle. Die ist so nah, die hole ich mir jetzt noch. Die Quest machen wir dann irgendwann. Fliegen ist gerade nebensächlich. Da ist er. Okay, das ist soweit. Ich würde das mit installieren. Hey, jetzt ziehst du auch noch durch. Jetzt ziehen wir das alle durch. Ach, ich will nicht. Vor allem, es sind halt wirklich nur noch wir 4 übrig. Ja, ich kann den Ätherfluss deutlich spüren. Mhm. Ich auch. Nicht. Ich kann mir vorstellen, dass mindestens noch 2 gehen. 2 oder alle. 2 oder alle. Tankrest ist weg. Estinien ist weg. Istola und Orion J. Die 4 sind schon... eventuell tot, ja. Eventuell tot. Wissen tue ich es nicht. Und hoffen auch nicht. Wenn ich so von dem Spiel emotional gefesselt. Ja, Tankred war der Erste. Tankred hat sie als erstes geopfert. Wohin? Das ist so. Oh. Da sind von den Fernseher. Alte 4, ja. Alte 4 ist ein Spiel übrigens. Ist bei Square Enix beschwert. Wir wissen doch noch nicht, was passiert. Vielleicht stehen sie am Ende ja wieder vor uns. Ey, komm, bei Istora ist es doch sowieso ein Running Gag. Vielleicht steht sie ja am Ende wieder. Hoffe ich. Ey, wenn echt alle tot sind, ne? Will nicht.
Faszinierend. Wow. Ja, faszinierend. Fasziniert, dass ich schon wieder nicht hingekriegt habe. Oh, sie haben sofort angegriffen. Besonders gastfreundlich sind sie ja nicht. Das sind elektronische, komische Geräte. Wenn man nur Taschentücher kaufen. Wenn sie nicht da stehen, kriegt dann das. Wir müssen jemanden finden, der bereit ist, mit uns zu sprechen. Außerdem wäre es hilfreich, genau zu wissen, wo wir sind. Ich frage mich, wie weit diese Inseln reichen und ob wir sie je verlassen können. Ich werde einen Erkundungsgang mit Alfino machen. In der Zwischenzeit können Graha und du nach jemandem suchen, der gästefreundlicher gesonnen ist. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass es da irgendjemanden gibt, oder? Der ist auf jeden Fall der letzte große Iterit. Passt aber auf, wo ihr hintretet. Der Boden hier scheint mir alles andere als stabil und gespickt mit Löchern. Ist er noch dazu? Oh Gott. Oh. Ihr seid auch bitte vorsichtig. Schließlich wissen wir nicht, welche sein Unwesen treibt. Wir treffen uns dann später wieder. Mhm. Die Zwillinge erkunden die Randgebiete der Insel. Konzentrieren wir uns also auf das Landesinnere. Da sind noch mehr Maschinen. Wachpatrouille nehme ich an. Wenn sie uns entdecken, werden sie angreifen. Wir sollten demnach versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Es muss hier doch noch mehr als diese mechanischen Truppen geben. Haltet die Augen offen. Ah, da ist ein Tio. Da brauche ich mich ja gar nicht groß bewegen. Da ist eine Windäderquelle. Da komme ich gar nicht rüber so. Okay. Da, genau da. Alter, irgendwie ist die Stimmung halt gerade so mega getrübt, ne? Ich habe so Schiss vom Ende. Versteht ihr jetzt, warum ich halt mit mir hadere? Wieso soll man so schlafen können? Ohne zu wissen, was passiert. Das ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Dann gibt es noch eine Lösung, ja, ich weiß. Sieh mal, diese Maschinen sehen nicht so aus, als würden sie patrouillieren. Vielleicht können wir mit ihnen sprechen. Ich bleib auch bei dir. Ja. Ja. Entschuldigung, wir möchten mit einem Bewohner dieses Sterns sprechen. Ratter, unbekannte Lebensform entdeckt. Standardbezeichnung Weltraumreisende. Willkommen auf dem Planeten Weltraumreisende. Wie bitte? Wie heißt dieser Planet? Schlussfolgerung. Hörorgan des Weltreisenden ist nicht in der Lage, die richtigen Namen des Planeten zu verarbeiten. Kompiliert auf minderwertige Sensormatrix klingt er vielleicht wie Alphatron. Wir sind die Omikron. Diese Basis ist einer unserer Außenposten. Und was macht ihr hier, Omikron? Wir befreien uns, wir bereiten uns auf den Krieg vor. Habt keine Angst, noch haben wir keine Zivilvorgabe. Zivilvorgabe. Sobald euer Stern als Angriffsziel spezifiziert wurde, werden wir euch gefangen nehmen oder nötigenfalls eliminieren. Klick. Nett. Was? Omikron? Das ist Corona. Das ist Corona, schnell weg. Ja, am liebsten würde ich auch flüchten.
Seltsame Wesen, diese Omikron. Aber wenigstens sind sie ehrlich. Ich werde versuchen, noch mehr aus ihnen herauszubekommen. Versuchst du dein Glück bei den anderen? Warte, willkommen, Weltraumreisende. Wenn du den Außenposten verlässt, nimm dich vor fehlerhaften Einheiten in Acht. Die ignorieren die Befehle der Meistereinheit und greifen alle nicht registrierten Lebensformen an. Die Meistereinheit-Bezeichnung Stigma 1 ist die oberste von 6 Stigma-Kriegsstrategie-Matrizen, welche unsere Einsätze leiten. Und ich kann nicht mehr lange so reden, denn das ist anstrengend. Ich nix, Roboter! Kampfkraft wird analysiert. Ergebnis: Kapazitäten unbedeutend, Zerstörung unnötig. Willkommen, Weltraumreisende. Wir sind die Omikron und die Eroberung der Sterne ist unser Ziel. Hat ja nicht ganz so gut geklappt bei euch, hä? Mit den von uns gesammelten Kampfdaten und entdeckten Ressourcen sind wir in der Lage, uns immer weiter zu entwickeln und stärkere Gegner zu bezwingen. Und warum seid ihr dann in dieser Welt, wo eh alle tot sind? So ist es uns vor kurzem gelungen, die Geschöpfe zu besiegen, von denen es hieß, sie seien unbesiegbar, die Drachen. LOL, das sind die Viecher, die die Drachen getötet haben? Ernsthaft? Meine Welt ist erschüttert. Ernsthaft. Die haben die Drachen gekillt? Squirrel, was macht ihr mit mir? Ernsthaft, was macht ihr hier heute mit mir? Wir sammelten eine ungeheure Menge an Kampfdaten, doch ihr Planet war karg und brachte keine Ressourcen. Unsere Verluste im Kampf waren größer als die Beute. Und warum seid ihr dann noch hier? Wir haben hier sogar einen Händler. Autonome Wacheinheiten entsandt, technische Aktualisierung des Außenposten abgeschossen, Munitionsvorrat aufgefüllt. Radar. Kampfbereitschaft hergestellt. Es liegen keine neuen Befehle der Meistereinheit vor. Status Kampfbereitschaft aufrechterhalten. Klick. Okay. Wir geben die Quests ab und das sind nur noch 5 Quests. Läuft. Hast du etwas herausbekommen? Aber warte, wir sollten zuerst den Außenposten verlassen. Folg mir. Nur noch 5 Quests. Das geht so schnell. Das geht so schnell. Da seid ihr ja. Wir haben die Gegend erkundet, um es kurz zu machen. Wir haben keinen Weg gefunden, der uns weiterführt. Wir haben 2 Teleporter entdeckt, aber die funktionieren, führen nur zu kleineren Inseln. Dann müssen wir das Gefühl finden, das uns den Weg versperrt. Und ihr? Habt ihr mit jemandem gesprochen? Wow. Auf die Quest runter. Und dann zu sehen, das macht nicht mehr. Nein, kann ich nicht. Ich kann es versuchen, nur noch in meinen Gedanken zu machen, aber irgendwie. Ich gebe mir Mühe, es nicht mehr laut auszusprechen. Das Omikron verbessert also ihre Kampfkraft, indem sie andere Zivilisationen besiegen. Nach dem Sieg über die Drachen warten sie nun auf Befehle, die noch nicht eingetroffen sind. Also verbleiben sie hier in Kampfbereitschaft. Royanger sagt, dass wir denjenigen finden müssen, der sich nach dem Ende sehnt. Wer könnte das auf dieser Welt sein? Wann hat Royanger das denn gesagt? Das war bevor wir euch in Iglea trafen. So funktioniert das also. Warum hat er das nicht uns allen gesagt? Dabei müssen wir beachten, dass wir der Lage, in der sich diese Zivilisation befinden, noch nie zuvor begegnet sind. Die Drachen und die Eher sehnten sich nach dem Tod, doch die Omikron warten auf ihren Kampfeinsatz. Sicher, der kann zu dem Tod führen, aber es ist trotzdem etwas völlig anderes. Ich fürchte, wir finden nicht mehr heraus, bis wir in dieser Meistereinheit gesprochen haben. M032, der erste Omikron, mit dem wir sprachen, erzählte von einer Konsole, über die wir vielleicht mit den Meistereinheit sprechen können.
Er sagte allerdings auch, dass dies keinen Sinn hätte. Ich denke aber trotzdem, wir sollten es versuchen. Was sagst du? Okay. Die Konsole steht auf der anderen Seite der Insel. Wenn man sich das Gelände hier ansieht, müssen wir sicher den einen oder anderen Umweg in Kauf nehmen. Lasst also Vorsicht walten. Ihr wollt hier ganz sicher keinen falschen Schritt setzen. Ja, darf ich mich jetzt auch mal bewegen? Also stehen da erstmal so eine halbe Ewigkeit. Okay, hier gibt es die nächsten Quests. Ich kann sie zumindest schon mal annehmen. Ich werde sie aber noch nicht machen. Das machen wir dann bei Zeiten. Wann anders. Da wir fliegen sowieso nur mit dem letzten Kristall kriegen. Ist das erstmal recht nebensächlich. Habe ich mich hier schon harmonisiert? Nee, habe ich noch nicht. Da ist die Wind-Ether-Quelle. Da ganz hinten ist wieder die nächste. Hinten ist wieder einer. Das ist aber unheimlich. Richtung Osten. So, und die letzte so findbare Wind-Ether-Quelle. Ach, gibst du doch Quests? Schön. Gott. Ich hab Herzrasen. Mir geht's nicht gut. Ich will nicht mehr. Ich bleib einfach hier, dann weiß ich nicht, was passiert. Nein, das ist Schokobo. Da. Das muss die Konsole sein, die M032 meinte. Aber wie kann man sie aktivieren? Versuch es doch mal bitte, einmal. Okay. Pass auf, gleich greifst du es uns an. Okay, die Konsole reagiert nicht. Kein Erfolg. Aber es muss doch einen Weg geben.
Muss, gibt's aber nicht. Ich gebe auf. Nichts funktioniert. Ich bin auch ratlos. Wenn wir es nicht aktivieren können, stecken wir in einer Sackgasse. Eine Sache könnten wir vielleicht noch ausprobieren. Wir sollten zuerst bestimmen, was für eine Zivilisation hier tatsächlich von Meteoren gebannt wurde. Was wissen wir über diese Wesen? Die Bewohner dieses Sterns sind offenbar mechanischer Natur. Wir haben außerdem erfahren, dass sie die Aufzeichnungen ihrer Konflikte nutzen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und zu diesem Zweck haben sie einen Krieg gegen den Planeten der Drachen geführt. Erkennst du die Parallelen? Genau. Ich glaube, wir haben es hier mit der Heimatwelt von Omega zu tun. Erinnere dich an den Kampf gegen Omega. Oh Gott. Sid entwickelte den Omega-Blitz, um dessen Verwundbarkeit gegen starke Blitzentladung. Ja, ich weiß, Omega. Das hatten wir ja das aber. Wisst ihr, wie lange das her ist? Was hat diese Konsole damit zu tun? Wisst ihr, wie lange Omega her ist? Sie mit einem Blitz zu grillen, oder? Doch, genau das. Ich vermute, dass Omegas Schwäche gegen Blitzeinwirkung kein Zufall ist. Dass sie in gewisser Weise konstruktionsbedingt sein könnte. Du meinst, das System ist so empfindlich auf Blitzenergie, weil es einen Nutzen daraus zieht? Als Energiequelle oder um grundlegende Funktionen auszuführen? Ja, so ist es. Wenn meine Vermutungen stimmen, dann können wir auch davon ausgehen, dass die anderen Maschinenwesen denselben Konstruktionsprinzipien folgen. Was hältst du davon, wenn wir erst einmal mit einem etwas schwächeren Blitz versuchen, dieser Konsole Leben einzuhauchen? Sag bloß, du hast das Steuermodul noch. Der Schlüssel zum Sieg gegen die Omega-Waffe. Entwickelt in den Werkstätten der Garland-Metallwerke. Entsprungen aus Sids brillantem Schöpfergeist. Ah, aber ich schätze, das Steuermodul ist nutzlos ohne die eigentliche Waffe. Schade eigentlich. Dann lassen wir eben auf die althergebrachte Weise Blitze regnen. Creepy. Dies ist die Kriegsstrategie Matrix Statement 1. Erteile hiermit die Autorisation, mich Meister zu nennen. Entschuldigung. Panzerentfernung audiovisueller Datenpakete 0. Versexuelle Systeme ist im Ruhemodus. Kommunikationsmodul wird deaktiviert. Terminiere Datenverbindung. Halt, warte, Meister. Wir haben noch Fragen. Warum werden in letzter Zeit keine Angriffsbefehle mehr erteilt? Gibt es irgendwelche Probleme? Der Mittelschlag ist für mich der autonomen Bewusstseinssysteme. Meinst du mein kurzes Lachen? Oder das Ding da? Meine strategischen Planungen sind von der Entscheidung dieser Einheit abhängig. Ohne Entscheidung keine Planung. Ohne Planung keine Ausführung. Alle autonomen Systeme haben den Auftrag, kampfbereit zu werden und auf weitere Instruktionen zu warten. Weiß ich, bei dem Wort Meister muss ich wirklich lachen. Ich wollte aber da nicht losgackern. Was hindert die Einheit für strategische Langzeitplanung daran, zu einem Ergebnis zu kommen?
Antwort nicht möglich. Notwendige Autorisierung zur Freigabe dieser Information fehlt. Oder Information ist nicht verfügbar. Kannst du uns mit dieser Einheit verbinden? Verbindung nicht möglich. Kein Zugriff auf dieses Untersystem. Aber sonst gibt es keine anderen Probleme. Zum Beispiel, dass euer Planet in Gefahr schwebt oder dass euer Volk unzufrieden ist. Dieser Sarkasmus. Alle Untersysteme und Einheiten der Koalition funktionieren innerhalb nominaler Parameter. Fehlfunktionen in deinem System müssen umgehend bei einer Instandsetzungseinheit behoben werden. Andernfalls ist eine Rückkehr zum Modus 6 Energieerhalt empfohlen. Keine weiteren Antworten im Kommunikationsspeicher. Kommunikationsmodul wird deaktiviert. Terminiere Datenverbindung. Tja, großer Herr und Meister. Was machen wir jetzt? Ich glaube kaum, dass wir hier mehr herausfinden werden. Lassen wir uns doch nochmal durch den Kopf gehen, was diese Maschine gerade erzählt hat. Für mich hörte sich das nicht an, als sehnten sie sich das Ende herbei. Sie sagte lediglich, dass ihre Einheiten kampfbereit seien und auf den Angriffsbefehl warteten. Das bedeutet, jeder Omikron, der diesem Befehl nicht Folge leistet, muss als verdächtig gelten. Was haltet ihr davon, wenn wir das im Kopf behalten und uns noch etwas umsehen? Vielleicht können wir mehr über diese Strategieplanungseinheit in Erfahrung bringen. Konzentrieren wir unsere Suche auf den Außenposten. Diesmal werden Alize und ich mit dem Omikron sprechen. Vielleicht erfahren wir etwas Neues. In der Zwischenzeit könnt ihr Grad hier und du die Basis aus der Distanz beobachten. Die Omikron führen strikt ihre Befehle und Routine aus. Falls einer der Maschinen von dem diesem Verhaltensmuster abweicht, so sollte man dies schnell ausmachen können. Keine Frage? Gut, dann los. Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie Fehlverhalten sagen. Ich weiß von wo aus wir einen guten Blick auf die Basis haben. Folgt mir. Ja, komm. Ich folge dir. So, Wind-Äther-Quellen brauchen wir nicht mehr suchen. Das hat sich ja soeben erledigt. Näher ran geht's nicht. Der läuft auf jeden Fall einer hier die ganze Zeit rum. Wir haben auch jemals einen gefunden.
Der ist der, ich sehe ihn. Wir armen einfach den Roboter danach. Den Omikron, Entschuldigung. Warum hat er die Basis verlassen? Wir werden es gleich wissen. Oje, oje, oje. Oje. Ist er eben so wehmerlos. Mhm. Hier, irgendwo muss er doch sein. Aber wo ist er hin? Hat er einen Transporter benutzt? Ich versuche es. Bestimmt treffen wir den Omikron auf der anderen Seite. Wo ist die andere Seite? Gatta, was willst du von mir? Du hast ihn gefunden. Was machst du hier? Ich sehe mir diesen Baum an. Ein ungewöhnliches Exemplar. Und mit was für einer Maschine ist er verbunden? Der Baum stammt von einem anderen Planeten. Ohne unsere Hilfe kann er in dieser Umgebung nicht überleben. Klick. Warum gebt ihr euch so viel Mühe, diesen einen Baum am Leben zu erhalten? Was ist an ihm so besonders? Das Protokoll erfordert, dass wir ihn studieren. Wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, wird der Baum entsorgt. Aber meine Beobachtungen stellen mich vor ein Problem, eins, das wir noch nicht gelöst haben. Wir verbessern uns ständig, um stärker zu werden, und wir erobern auch den Planeten. Von dem dieser Baum stammt, so wie unzählige andere Planeten. Der Baum wird künstlich am Leben gehalten. Es gibt keine Hoffnung für ihn. Doch gedeiht er. Seine Äste und Wurzeln wachsen weiter. Seine Blüten blühen und produzieren Samen, die nie keimen werden. Das ist seine Natur. Aber es entbehrt jeder Logik. Warum drängt es ihn immer noch zu wachsen? Warum wurde er so erschaffen? Was ist der Zweck? Ich verstehe. Sag, hat dies mit deiner Aufgabe zu tun? Nein, entschuldige mich jetzt. Ich werde nun an meinen Posten zurückkehren und weiter auf Befehle warten. Er handelt ohne Befehl. Möglicherweise ist er einer dieser fehlerhaften Omikron. Davon scheinen es sehr viele zu geben. Aber vielleicht hat er auch die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. So wie die Meistereinheit. Wir sollten dieser Sache nachgehen.
Der Wille, weiterzuleben, obwohl die Umstände widrig sind. Ja, das kommt mir bekannt vor. Was glaubst du, wenn dieses Abenteuer einst Teil deiner Heldensage wird, werde ich dann auch darin vorkommen? Glaubst du das wirklich? Das wäre... Ja. Nein, damit warte ich lieber. Noch ist es nicht so weit. Einmal, kann ich den einmal so? Kann ich. Aber jetzt unsere nächste Aufgabe. Wir müssen herausfinden, was in diesem Omikron so besonders ist. Und das Gefühl finden, welches uns den Weg versperrt. Zunächst sollten wir zur Omikron-Basis zurückkehren und uns mit den Zwillingen austauschen. Ja, dann machen wir das mal. Oh Gott. Ich hätte mich auch einfach teleportieren können, ne? Ach komm. Na gut. Willst nicht? Ach, okay. Ach komm, das ist doch jetzt Verarsche. Darf ich jetzt? Danke. So. Da hinten ist so. Hat uns schon von dem gesprächigen Omikron erzählt, dem ihr aufs Zahnrad führen konntet. Die, mit denen wir gesprochen haben, haben immer nur das Gleiche erzählt. Ja, habe ich schon gesehen. Antworte ich später. Ich habe nur gesehen, dass im Discord was aufgeblinkt hat. Wenn man sie nach der Einheit für strategische Langzeitplanung fragt, antworten sie immer nur, dass sie kennen, aber nicht wissen, wie man sie treffen kann. Aber das bestätigt zumindest, dass es in der Basis keine anderen autonom arbeitenden Omikron gibt. Hast du irgendwelche Schlüsse ziehen können? Ja, also das war so, ne? Das live vorzulesen. Der Omikron... sinniert also über den Sinn des Lebens. Ja, das ist in der Tat etwas, das wir bei den anderen Einheiten nicht beobachten konnten. Ja, und so ein Verhalten würde man auch allenfalls von der Meistereinheit erwarten. Soweit wir wissen, nehmen die Omikron andere Planeten ein, um die so gewonnenen Daten zu analysieren und sie dadurch zu verbessern. Könnte es nicht sein, dass sie
dass sie durch einen Prozess grundlegend verändern, dann wäre es auch nicht ausgeschlossen, dass die Meistereinheit einen Weg gefunden hat, ihr Bewusstsein in einem gewöhnlichen Omikron zu transferieren. Möglich. Aber welche Hinweise haben wir, dass das wirklich so ist? Der Omikron kam mir ansonsten wie eine gewöhnliche Arbeiter vor. Und hätte die Meistereinheit uns so ehrliche Rede und Antwort gestanden? Wie wäre es denn hiermit? Wir versetzen die Konsole von Stigma 1 einen kräftigen Blitzschlag. So heftig, dass die Meistereinheit Hören und Sehen vergeht. Und dann beobachten wir, wie dieser Omikron reagiert. Wenn er irgendwie mit der Meistereinheit verbunden ist, dürfte man es ihm anmerken. Etwas weit hergeholt, aber ein Versuch wäre es wert. Dann tun wir es. Die Blitze lasse ich regnen. Ich decke dir den Rücken. Wir wollen nicht, dass uns beiden eine der defekten Einheiten überfällt. Dann versuche ich, den Omikron in ein Gespräch zu verwickeln, um ihn genau beobachten zu können. Begleitest du mich? Wer weiß, was passiert, wenn Ali sie recht haben sollte. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Kurz bevor ihr zu uns gestoßen seid, ist hier ein Omikron vorbeigekommen, der aus der gleichen Richtung wie ihr kam. Er ist nicht zur Basis gelaufen, sondern in Richtung Konsole verschwunden. Ich dachte, er wäre auf Patrouille, aber dann war das sicher der, mit dem ihr gesprochen habt. Folgen wir ihm. Dann los, auf zur Konsole. Damit das alles schön in die Hose gehen kann. Endlich ein handfester Spur. Tankit, Istinien, Istola und Orion G scheinen ein wachsames Auge auf uns zu haben. Ich bin gespannt, was dieser eigenartige Omikron uns verraten wird. Also mir ist egal. Dann laufen mir halt die beiden Einheiten hier hinterher. Ich glaube, noch ein bisschen in die Richtung. Danke. Du bist doch der Omikron, mit dem wir über den Baum gesprochen haben. Wir möchten dich nur etwas fragen. Kannst du uns mehr über diese Maschine sagen, die den Baum am Leben hält? Ja, diese Information ist nicht vertraulich. Es handelt sich um Folgendes. Was? Mit der Meistereinheit in Verbindung steht, sollte sich bei ihm eine Anomalie zeigen. Lädt der Konsole ein... Okay. Da. Ja, das ging schnell. Was? Ratterklick. Verbindung zur Kommando- und Befehlseinheit wurde zeitweise unterbrochen. Analyse, Wartung erforderlich. Nein, du brauchst keine Wartung. Aber verrate uns eins. Unsere Freundin hat die Konsole, die mit der Meistereinheit verbunden ist, mit Blitzenergie überladen. Und im gleichen Moment führt das bei dir zu einer Anomalie. Du bist direkt mit der Meistereinheit verbunden, richtig? Das ist korrekt.
Lass uns woanders sprechen. Irgendwo, wo keine anderen Omikron sind. Sie brauchen nicht zu wissen, wer ich bin. Huch. Ich habe jetzt gerade nochmal geredet, Mike. Gehen wir zur Konsole. Dort ist niemand außer unserer Freundin. Also unseren Freunden, besser gesagt. Ich mache jetzt nochmal ein ganz kurzes Päuschen. Guck nochmal ganz kurz nach zu Fotos hoch. Dann bin ich gleich wieder da.